Moin Leute, was geht? Heute wieder ganz entspannt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es darum, die Anfängerklassen. Was auf jeden Fall für den Anfänger die besten Klassen sind, mit was man am besten anfängt zu spielen und die besten Einstellungen, dass man einfach perfekt ins Geschehen eintauchen kann, ordentlich Kills machen kann und halt den Gegner so gut wie möglich tötet. Auf Deutsch gesagt. Okay, ich würde auch sagen, dass wir jetzt nicht so viel schnacken und auch gleich anfangen. Also, wir haben hier die M4A1 XPRK M4. Also, ich habe die nochmal umgerüstet, da gibt es ja halt dieses Waffenvariantenpaket, aber es ist erstmal völlig egal. Heute geht es nur erstmal um die M4. Also, ich habe sie jetzt schon für euch ein bisschen gelevelt auf Level 35. Und die Aufsätze für die Waffe, ich kann euch ja alles gerne mal sagen. Für die Waffe habe ich auf jeden Fall einen taktischen Schalldämpfer. Ne? Einen Lauf habe ich keinen drauf, weil da will ich mir erst diesen M16 Lauf freischalten. Also wer den M16 Lauf schon hat, macht ihn auf jeden Fall drauf, Jungs. Das wird auf jeden Fall viel bringen. Und dann haben wir hier noch einen Laser, haben wir aber nicht drauf gemacht, braucht er nicht, ist sinnlos, wenn die Gegner kommen, sieht er das und ja. Was ich euch empfehle, ist dieses Visier, integriertes Hybridvisier. Das ist so ein RICU, kann man eigentlich sagen, 3x25 Scout Visier. Da hast du oben so eine kleine, so einen kleinen Red Dot für nahe Distanz und halt das untere für weite Distanz. Also das ist so ein weiterer Vergleich, was man eigentlich auf einer M4 drauf machen kann. Sonst hätte ich eigentlich für den Anfänger eigentlich immer so ein ganz normales Mini-Reflexvisier empfehlt, aber das hier ist wirklich für den Anfänger was richtig Gutes, also da kommt er auf jeden Fall richtig gut zurecht. Ich muss dann halt immer L3 drücken, um das halt zu switchen. Einen Schaft habe ich den M16 Körperschaft, der ist auch auf jeden Fall auch unten von der Präzision und Schaden perfekt. Geht zwar ein bisschen von der Mobilität ein bisschen runter, aber das ist voll in Ordnung. Also auf jeden Fall M16 Körperschaft würde ich euch empfehlen. Dann haben wir hier das extra. Ich habe für euch Vollmantelgeschoss, weil da macht der echt erstens noch mehr Durchschlagskraft, also noch mehr Damage und wir wollen ja immer viel Schaden erreichen am Gegner. Und ja, was ich euch auf jeden Fall noch empfehle. Ich habe keinen Griff drauf gemacht, wir haben ja hier schon unter den Unterlauf den Söldner-Fotograf, der reicht voll aus, da braucht ihr nicht jetzt noch unten am Griff noch einen. Also ja, genau. Das wären erstmal die M4 Tarnungen, habe ich jetzt natürlich auch schon ein paar freigeschalten. Ein paar Sprays hier, habe ich fast schon alle. Ein paar Waldtarnungen. Dann hier diese Digitaltarnung, Krache. Und noch ein paar Tarnungen. Genau. Das soll jetzt erstmal zur M4 gewesen sein. Gehen wir auch mal runter zur Secondary. Hier habe ich euch, da könnt ihr euch inzwischen aussuchen, ob ihr entweder das Knife mitnehmen oder die 1911er. Ich würde euch auf jeden Fall die 1911er empfehlen, weil die 1911er ist einfach eine geile Waffe. Ich habe die jetzt auch noch als Waffenvariante, weil ich mir die 100€ Version geholt habe. Da sieht die noch ein bisschen anders aus. Also ich würde euch auf jeden Fall die Waffe empfehlen. Die habe ich jetzt noch nicht so oft gespielt, aber ich habe sie schon ein paar Mal ausprobiert und die macht echt Spaß zu spielen. Und ja, würde ich euch auf jeden Fall die empfehlen. Da kann ich aber euch leider nicht zeigen, was ich für Aufsätze habe. Ach doch, ich habe schon was. Ich habe hier den 1911 Stalker. Das ist so ein kleiner Lauf. Und extra mehr Moneten. Weil wenn ihr dann angenommen schießt, ja, so ja, und dann Leute killt, kriegt ihr noch mehr EP und noch mehr Level halt, ne? Genau. Visier braucht man bei einer Pistole nicht, das ist unnötig. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zu den Extras. Zu den Extras der Waffe habe ich Plünderer dabei, weil Plünderer ist bei jedem COD immer das Wichtigste. Immer Plünderer einpacken, Munitionsschub bei toten Spielern. Einfach über die toten Spieler drüber laufen, Munition einsammeln und dann geht's los. Extra 2 habe ich Hardliner. Ja, Hardliner würden sie jetzt sagen, lol, warum nimmst du das, um schneller Punkte zu bekommen? Ich sehe das zurzeit wirklich, wirklich schwierig bei Team Deathmatch oder Herrschaft, wenn du da Hardliner drin hast, um schneller deine Streaks zu erreichen, da bist du schon echt glücklich, weil das ist ja bei Team Deathmatch und Herrschaft absolut entweder verschwitzt oder absolut verkämmt. Da würde ich euch inzwischen erstmal Hardliner empfehlen. Wenn das aber sich gebessert hat, würde ich euch Abschusskette empfehlen. Also entweder das hier, aber am Anfang würde ich erstmal das empfehlen.
Weil Team Deathmatch und Herrschaft, das geht ja zur Zeit gar nicht, darum spiele ich zur Zeit auch nur Bodenkrieg. So, extra 3 habe ich eifrig. Waffenwechsel und Nachladen des Raketenwerfers schneller. Also wenn du jetzt zum Beispiel Waffen wechselst, das geht alles viel, viel schneller, wie wenn du normal Waffen wechselst. Da würde ich euch hier eifrig empfehlen. So. Genau. Also, Premiere habe ich natürlich eine ganz normale Granate. Ich werde jetzt aber C4 mitnehmen. C4 ist nämlich absolut geil. Das habe ich vorhin noch freigeschaltet. Und Schnappschussgranate würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal ein Haus stürmen wollt. Dann werft ihr einfach die Granate ins Haus und die kann euch dann genau sagen, wo der Gegner steht und wo das sich befindet. Das ist wie so ein Radar, der sich explodiert, sozusagen, wo die Gegner sind. Genau. Also, das wäre jetzt erstmal zur M4. Also, ich spiele zurzeit nur die M4 und meine Lieblings-HDR. Jungs, das Snipen in dem Spiel ist absolut verrückt. Das macht so einen Spaß. Müsst ihr echt mal ausprobieren. Bodenkrieg auf irgendeuch. Weil Bodenkrieg ist einfach so wie Battlefield. Es macht einfach Spaß, sich auf irgendein Haus so hochzulagern und Leute aus dem Spawn zu holen mit der Sniper. Der werde ich auf jeden Fall bestimmt bald auch mal versuchen, ein paar Clips zu hitten. Und dann lade ich die euch auf jeden Fall hoch. Hier haben wir auf jeden Fall die HDR-Grasnarbe. Er ist jetzt richtig, hä, lol, was hat er hier gemacht? Da hat er solche Netze dran. Das liegt daran, weil ich mir die 100-Euro-Version geholt habe. Und da habt ihr dann als Anpassung, das ist die normale. Und das ist die mit, ja, Grasnarbe. Das ist die dann halt mit der Variante. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir dann auch auf die Waffenschmiede. Also, bei dieser Sniper, das ist die zweite. Die dritte ist der AX50 und die andere, die erste ist die Dragunov. Da werde ich euch aber nochmal ein spezielles Video für alle die drei besten Sniper machen, wie die Klassen dann sind und so. Also, ich würde euch auf Aufsätze empfehlen. Kompressator, das ist der vorletzte Lauf. Ist einfach geil, das Ding. Das ist eigentlich wie ein Schalldämpfer, der inne hohl ist. Also, macht echt Bock. Das sieht die auch richtig cool aus. Lauf würde ich euch den 26,9 HDR Pro empfehlen. Ihr seht ja unten links jetzt, dass der Präzision und Schaden sehr, sehr hoch gegangen ist und die Reichweite auch. Die Mobilität geht jetzt zwar ein bisschen runter, aber das spielt eigentlich bei einer Sniper keine wirklich große Rolle. Visiere habe ich das ganz normale, stinknormale Visier. Dann geht es ja auf jeden Fall auch weiter zu dem Schaft. Da habe ich euch auf jeden Fall den FTAC Champion reingemacht. Den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der ist hammergeil. Also Schaft bei einer Sniper hätte ich nie gedacht, dass es so wichtig ist, aber es ist halt wirklich wichtig. Würde ich euch echt empfehlen, diesen reinzumachen. Und dann haben wir noch extra für die Sniper. Das ist einmal der Fokus. Verbessertes Ziel unter Beschuss. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr seid am Spawn, wollt die Leute aus dem Spawn holen und kriegt übelst viel Damage aus dem Spawn, dann juckt euch das nicht. Manchmal tut er dann immer hochziehen, wenn du angeschossen wirst. Und hier ist es halt nicht so. Da kannst du einfach weiterschießen. Das ist echt cool. Also entweder Fokus oder Vollmantelgeschoss oder Fingerfertigkeit. Also wenn ihr Quickscoping tut und Leute aus dem Spawn holen wollt, dann Fingerfertigkeit. So, Munition auf jeden Fall 9 Schuss, weil 7 Schuss ist ein bisschen weniger als 9, also würde ich euch das empfehlen. Unterlauf würde ich euch empfehlen, ja, macht die Kontrolle noch ein bisschen höher, Rückstoßkontrolle, habt ihr ein Zweibein, könnt ihr auflegen, ist auch cool, habe ich aber jetzt nicht mitgenommen, also brauche ich nicht. Tarnungen habe ich jetzt auch schon sehr, sehr viele freigeschaltet, ich bin jetzt schon bei der vorletzten, danach kommt noch eine, da muss ich aber erst alles komplett freischalten, ich bin jetzt bei der Schädeltarnung. Und ja, ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Ich habe jetzt auch ein Talisman schon freigeschalten. Und ein neues Fadenkreuz. Das normale wäre so. Und ich habe das jetzt schon freigeschalten. Genau. Das soll es erstmal zur Sniper sein. Jetzt zur Secondary. Da habe ich auch eine Sniper. Also bei einer Sniper immer Overkill einpacken, weil es echt wichtig ist. Ich habe hier die MK2 Karabiner. Die Waffe ist einfach so geil. Das erinnert mich einfach an so alte Westernfilme. So richtig schöne Winchester. Oder die K98, die habe ich vorhin freigeschaltet, auch geil. Wenn ihr einen Scope auf die Waffe habt, dann denkt ihr, ihr spielt Battlefield. Aber da soll es jetzt erstmal nicht drum gehen, es soll es einfach mal um die Waffe gehen. Also, da habe ich auf jeden Fall für euch die Mündung, unterdrückendes Mündungsfeuer. Auf jeden Fall, die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr gut trifft, macht ihr immer One-Shot. Lauf, FSS 18 Fabrik, würde ich euch empfehlen. Visier habe ich ein Holo drauf geknallt, weil bei einer Shotgun brauchst du immer viel Bild. Vollmantelgeschoss auf jeden Fall, dass ihr durch Türen oder durch Holz schießen könnt, wenn die vor euch sind. Und Griff, kombiniertes Griffband. Dann habt ihr nochmal so einen Griff unter dem Schaft halt. Ne? Genau. Das soll es erstmal zu der Waffe sehen. Ihr seht ja auch unten Präzision und Schaden, das geht schon echt hoch. Da habe ich jetzt noch nicht ganz so viel, weil ich jetzt nicht ganz so oft zur Waffe wechsle. Genau.
Also, zu den Extra soll es darum gehen. Also, auf jeden Fall extra 1 Overkill, extra 2 Geist, weil ein Sniper darf immer nie gesehen werden von der Drohne. Muss immer ganz taktisch spielen. Und da würde ich euch auf jeden Fall auch Bodenkrieg empfehlen. Das ist hammergeil, wenn ihr 6 mal, 5, 4 Leute seid, 5 Leute. Das ist einfach nur heftig. Und auf jeden Fall wieder eifrig. Dass die drei auf jeden Fall wieder reinmachen: Geist, eifrig und Overkill. Und dann seid ihr auf Sniper auf jeden Fall gut eingestellt. Primär auf jeden Fall Claymore. Ja, das ist auf jeden Fall richtig geil. Würde ich euch auf jeden Fall die Claymore empfehlen. Und bei Taktik auf jeden Fall den Herzschlagsensor. Das ist so wie in MW3. Den hattet ihr immer auf der MSR immer dran an der Seite. Aber diesmal müsst ihr den halt mit L2 bedienen. Da könnt ihr immer sehen, wenn ihr zum Beispiel ihr Haus stürmen wollt mit der Sniper, könnt ihr euch an die Ecke setzen, wo vielleicht einer sitzen könnte. Da macht es piep, 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 piep. Und dann hat der Herzschlagsensor jemanden erkannt. So, dann soll das mal zu den Waffen gewesen sein. Das andere kann ich. Brauche ich euch jetzt nicht da viel dazu sagen, weil die anderen spiele ich eh nicht. Spiel erstmal nur die zwei Waffen, ausrüstungseigene Klassen. So, Abschussserien würde ich euch empfehlen, erstmal die Drohne mitzunehmen. Ganz normale Drohne ab 5 Schüsse, wie es in jedem Call of Duty ist. Den Retail Jet und den Helikopterschützer. Also mit dem kannst du echt auf der Map zum Beispiel mit der Brücke absolut Leute aus dem Spawn holen. Das ist absolut geil. Würde ich euch auf jeden Fall das empfehlen. So Jungs, Feldausrüstung auf jeden Fall ganz entspannt. Munitionskiste für die Sniper würde ich auf jeden Fall Totenstille empfehlen. Oder Trophysysteme. Wenn die Nades reinwerfen, werden das von dem Ding blockiert. Genau, dann Uhren können wir auf jeden Fall noch nicht nehmen. So, ich würde sagen, dann gehen wir langsam mal zu den Einstellungen. Also, ich habe es euch jetzt eingestellt, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Scuff hättet, hätte ich euch das eingestellt. Tastenbelegungsvoreinstellung würde ich euch auf jeden Fall Stick und bewegt umkehrt empfehlen. Das bedeutet, ihr tut auf den Stick hier, auf den hier, tut ihr springen, wie wenn ihr hinten das Paddle drückt, auf den hier. Und hier auf X tut ihr Nahkampf, Zielvorrichtung. Und dann müsst ihr, wenn ihr Tastenbelegungsvoreinstellung gemacht habt, müsst ihr nur noch Viereck drücken und dann habt ihr auf L1 und R1 schießen, so wie auf Black Ops 2. Genau. Stickbelegung ganz normal Standard, das ist völlig egal. Würde ich euch auf jeden Fall gesehen. Vertikale Sicht unbedingt deaktiviert machen. Horizontale Stickempfindlichkeit und Vertikale. Da habe ich mir auf jeden Fall auch ein paar Sachen überlegt, wie ich das am besten mache. Ich würde es euch auf jeden Fall auf 14 empfehlen. Das ist eigentlich so perfekt ausgeglichen. Würde ich auf jeden Fall das empfehlen. Z-Empfindlichkeit Multiplikator. Da würde ich euch auf jeden Fall genau 1,00 empfehlen. Das reicht voll aus und ist perfekt. Zielrektionskurve, linear, würde ich auf jeden Fall das hier empfehlen. Das ist perfekt, Jungs. Controller-Vibration, bitte macht es aus. Ich empfehle euch es wirklich auszumachen, weil ihr werdet es auch sehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel aimt und das ist ein Gegner, ihr wollt ihn unbedingt killen und dann vibriert das Ding die ganze Zeit und dann denkst du, oh nee, ich war aim. Das habt ihr dann bei der Kontrolle-Vibration, wenn ihr das ausmacht, habt ihr einfach nicht. Ihr könnt einfach schön aimen, den wegholen. Und wenn das jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Gegner habt, ihr wollt ihn killen, dann habt ihr keine Kontrolle mehr, weil es die ganze Zeit vibriert. Macht das auf jeden Fall aus, es bringt eine Menge. Anvisierhilfe habe ich konzentriert, da habe ich das letzte. Habe ich jetzt nicht zwar jetzt im Gameplay viel gemerkt davon, aber ich habe konzentriert reingemacht. Waffenstütze habe ich ZF plus Nahkampf. Waffenstütze verlassen, Bewegung habe ich aktiviert drinne. Zielvorrichtung halten, Ausrichtungsverhalten, Benutzer-Nachladenverhalten, drücken zum Nachladen, automatischer Waffenwechsel bei verbrauchter Munition habe ich aktiviert. Wenn ihr jetzt keine Muni mehr habt, kommt ihr sofort zur nächsten Waffe. Das ist Hammer. Rutschverhalten ganz normal halten, Fadenkreuzkamera zentrieren, aktiviert. So, ich würde sagen, dann gehen wir auch zu allgemein. Helligkeit 60, Bildrauschen 0,25. Tooltips habe ich immer mal drin, das ist immer mal interessant. Untertitel auf jeden Fall, wenn ihr die Kampagne spielt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, sonst versteht ihr nichts. Also manchmal was. Sprachauswahl, das ist ja, das ist eigentlich alles ganz normal Standard geblieben, also da habe ich nicht viel umgestellt. Das habe ich eigentlich alles Standard gelassen, da brauche ich euch auch nicht viel dazu erzählen. Jetzt kommen wir zu Audio, jetzt wird es wichtig, Jungs. Audio Mix, das ist super wichtig. Audio Mix, dynamisches Heimkino, würde ich euch auf jeden Fall Heimkino empfehlen. Oder höheren Boost. Weil hört ihr recht, wenn ihr ein gutes Headset habt, also das ist jetzt nicht einer der besten Headsets, das hat zwar oh, um seine 120 Euro gekostet, aber das Ding ist absolut für den Arsch. Hier oben, das geht schon langsam kaputt, da ist schon ein Riss drin, da werde ich mir auch den bald einen Astro holen. Da habe ich die Probleme nicht mehr, weil es schön aus Metall ist.
würde ich euch auf jeden Fall das hier empfehlen. Lautstärke 100, Musiklautstärke 100, alles auf 100. Ich brauche immer viele Steps in meinen Ohren, ich brauche immer alles. Tiefengeräusche, klassisch. Ja, das andere ist dann halt alles klassisch geblieben. Wenn ihr mit Computer spielt, müsst ihr euch das dann halt selber einstellen, wie ihr die Leute hört, dann halt im Sprachchat. Und zum Konto hier könnt ihr auch Crossplay ausstellen, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Da brauche ich euch nicht dazu sagen. Ja, das soll es dann eigentlich erstmal bis dorthin gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Wieder für den Anfänger ein paar Tipps und Tricks für den perfekten Einsteiger. Und ja, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare und für mehr Call of Duty Content. Abonniert auf jeden Fall meinen Channel, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ich als nächstes Video mal machen soll. Und ja, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Und ja, ich würde dann auf jeden Fall sagen, bin ich erstmal raus und bis zum nächsten Mal, euer DJ. Haut rein, Jungs, und bis zum nächsten Mal und tschüss.